Die Brut für die Pilze benötigt man, um das Substrat impfen zu können. Das Substrat besteht entweder aus Stroh, aus Sägespänen, Holz oder anderen geeigneten Materialien. Für das Myzel, wie auch für die Brut, ist ein sauberes und keimfreies Arbeiten unabdingbar. Dazu braucht man eine Handschuhbox, auch Klofbox genannt. Sie ist vom umgebenden Raum hermetisch, also luftdicht abgeschirmt. Als Myzel bezeichnet man bei Pilzen die fadenförmigen Zellen in ihrer Gesamtheit. Mit den Handschuhen arbeitet man in dem Gehäuse, in dem sich auch die entsprechenden Utensilien und Gläser mit Brut oder Ähnlichem befinden. Wenn man aus den Sporen einer Pilzsorte Myzel herstellen möchte, so ist eine solche Klofbox das wichtigste Instrument. Hier sehen wir ein Substrat aus einem Gemisch von Kaffeesatz, Holzspänen und Sägespänen. Es ist zum Teil vom Myzel durchwachsen. Damit dieser Prozess nicht zu lange dauert, stehen die geimpften Plastiksäcke, wie auch eventuell angefertigte Brut aus Getreide, in einem Wärmeschrank. Bei einer konstanten Temperatur von etwa 23 Grad Celsius. Der Wärmeschrank ist hier ein umgebauter Kühlschrank, der durchaus seine Aufgabe gut erfüllt. Etwa 3 Wochen bleibt das Substrat oder die Brut im Schrank, bis sie gut sichtbar durchwachsen ist. Dann werden die Substratsäcke für das Pilzwachstum in einen bei 18 Grad Celsius temperierten Raum gebracht. Hier herrschen etwa 80% Luftfeuchte. Ab und zu wird Frischluft eingeblasen. In diesem Klima beginnen die Pilze, ihre Fruchtkörper auszutreiben. Dazu werden bereits im Voraus die Plastiksäcke in Abhängigkeit ihrer Größe mit mehreren etwa 1 cm langen Einschnitten versehen. Es wachsen traubenartige Gebilde mit vielen einzelnen kleinen Pilzen. Verwendet man Stroh als Substrat, sieht man wunderbar, dass das Myzel zwischen den einzelnen Halmen Gespinst bildet. Die oberen Pilze an der Traube werden stets die größeren. Ist der getätigte Einschnitt zu groß, kann es sein, dass die vielen Pilze, die sich bilden, anderen die Wachstumskraft nehmen. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie in diesem kleinen Plastiksack, sind Karottenschäler. Auf ihnen gedeiht der Austerpilz sehr gut. Voraussetzung ist, sie werden eng aneinander gepresst und der sich regelmäßig absetzende Karottensaft während des Myzelwachstums wird abgegossen. Hier beginnen die Pilze, wie man sieht, bereits im Beutel zu wachsen. Für diese Art der Züchtung nimmt man besser ein durchsichtiges Plastikgefäß wegen des Eindrückens der Karottenschäler und des Abgießen des Möhrensaftes.
Das macht sich einfach besser. Hier sprießen die Pilze auf einen Kaffeesatz-Sägespäne-Gemisch. Mit dem Stellen in den Reiferaum sind weitere 3 bis 4 Wochen vergangen. Manche Pilzhüte müssen noch wachsen, andere kommen bereits das zweite Mal heraus. Erntet man die Pilze, dreht man sie am besten vorsichtig als ganze Traube ab. Danach reinigt man die Stelle mit einem kleinen Messer, um Schimmelbildung zu vermeiden. Austernseitling, Austernpilz oder Kalbfleischpilz, er gehört zu den Seitlingsverwandten. Sein wissenschaftlicher Name lautet Pleurotus ostreatus. Er ist einerseits wegen seiner leichten Züchtung beliebt und andererseits wegen seinem Geschmack. Er hat sich Zugang verschafft in die Küchen dieser Welt. Das war ein kleiner Überblick über das Wachstum des Mycels und über das Wachstum der Pilze. Vollständig ist dieser Überblick mit Sicherheit nicht. Es gibt noch viel zu sagen. Vielleicht ein anderes Mal. In diesem Sinne leben Sie wohl und viel Erfolg und Freude beim Probieren.